herzlich willkommen, meine lieben Gaming. Hey Freunde, ich bin's euer Fabian und mit dabei sind Patrick, Tom, Alex und Thomas. Und wir sind heute bei mal wieder Arma 3. Im Hintergrund seht ihr gerade das schöne Plaza-Gebäude und vor mir das Fire Department. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, moin Leute. Hallo. Guten Tag. Hier mal Batterie und Schiefer an alle. Ich hau mich mal kurz aufs Ohr. Wenn was ist, hinterlasst eine Notiz oder sowas. Ja, okay, ich übernehme Leitstelle. Leitstelle ist schon übernommen. Hi. Verstanden. Jo. Check. Hi. Oh, Fabian. Ja. Funkcheck. Wir müssen mal Servus, kurz Moin. hier tanken. Unser Luftdruck hält sich in Grenzen. Im Trainingsraum, also im Ausbildungsraum, hinten in dem Abstellraum ist ein Kompressor. Hol den bitte. Wo geht Licht nochmal an? Thomas? Hallo. Habt ihr die taktische Fahrzeugkontrolle für morgen schon fertig Was gemacht? kannst du mitkommen? Echt? Was? Ja, einmal mitkommen. Was willst du tun? Alex. Und? Luftdruck wieder ausgeglichen. Top, super. Schon Kannst du wieder. mir mal die Kiste geben, wo drauf steht taktisches Einsatz- und Fahrzeugtraining? Ich gleich vor. Ja. Dankeschön. Kommst du noch mal kurz mit? Dann kannst du das hier vorne gleich aufbauen. Dann machen wir nämlich morgen Vormittag taktisches Einsatz- und Fahrzeugtraining. Ne, die Fahrzeuge auf Ja, diesem weiß Tisch schon. hier. Und die Einsatzlage kommt hier drauf gleich, also der Einsatzteppich mit den Gebäuden. Dass wir nochmal so ein paar spezielle Gebäude hier durchgehen mit allem Mann, damit man nochmal weiß, welche hier gefährlich sind, wenn sie brennen. Ja, damals, ne, mein Vater, der war ja auch Chief. Und ja, der muss das auch alles machen damals. Ja, ist auch wichtig. Ohne dieses können wir eigentlich gar nicht arbeiten. Und das muss auch regelmäßig geprüft werden, dass der auch wirklich auf dem Stand ist, dieser Einsatz. Taktische Einsatzbaukasten mit den Gebäuden, die wir hier haben. Patrick, kannst du mal kommen? Oder bist du gerade beschäftigt? Nee, alles okay. Wir haben gerade wieder alle. Dankeschön. Kannst du Dann mir entlasse ich dich jetzt dieses auch Joghurt erstmal wieder einstellen? für meine Tätigkeiten. Okay. Stimmt. Nehme ich das Funkgerät dann auf? Ja. Ach Oh, du Scheiße, was war das denn? Holy shit. Ach, das war bestimmt irgendwie ein Buddy Gewitter oder left your sowas. channel. Buddy joined your channel. Funkcheck. Löbt. Guide. Alex? Ah. Okay, du hörst uns auch. Hast du das auch gerade ge. Ach du Heilige. Wir sollten lieber wirklich alles überprüfen. Auf Wachbereitschaft zu den Fahrzeugen zur Sicherheit. Ja. Los, zu den Fahrzeugen, wir machen uns bereit, falls was ist. Hab ich's gesagt. Drehleiter 23331, HLM 23 48 1, Einsatz, Flugzeugabsturz,
Einsatz wird auf GPS markiert. Fahren Sie einfach dem EW hinterher. Patrick? Alex, ihr fahrt gleich vor uns voraus, ne? Hinter dem Typen. Hinter dem Einsatzleiter her. Los. 23.48.1 hat Ausfahrt. Blaulicht und so alles an. 23.01.1 Ausfahrt. Fahr ihm hinterher los. Du fährst jetzt hinterher. Fabian, fahr von der anderen Seite ran. Sind jetzt schon hinter euch. Fahr am HLF vorbei und zum ELW hin und vorsichtig. So, hier dicht machen. Lass mich eben raus. Ja, einmal Feuerlöscher und AGT, da möchte ich einmal, dass sie gleich, sofern das Feuer unter Kontrolle ist, die Leiter in Stellung bringt und guckt, ob da oben vielleicht noch Leute unter den Trümmern sind. Hier ebenfalls Feuerlöscher zur Brandbekämpfung vor, Straße absichern, Polizei ist gerade anderweitig verwickelt und kann uns nicht helfen. Wird erledigt. Und Martinson aus. So, PA ausrüsten. Hast du ja schon Feuerlöscher. Out of ammo. Feuerlöscher. Straße ist dicht, super. Alles klar, was war das? Zu nah am Feuer gewesen. Okay, das erklärt so einiges. Ich dachte nicht, dass das schon so zu nah war. Rückt mit dem zweiten HLF nach. Dieses Mal fahre ich. Hier, wir nehmen den RTW mit. Leitstelle längs, 5 Uhr längs, 23.01.1 kommen. I need ammo. Leitstelle hört. Ja, Feuer auskommen. Ja, das ist verstanden. Der Rettungswagen 23.83.1 ist unterwegs zu Ihnen. Ja, das ist verstanden. Wir haben zwei Kameraden, denen geht es wohl schlecht. Die sind ganz zusammengebrochen, die können Sie dann eventuell untersuchen. Ja, das ist verstanden. Einen Trupp zur Erkundung rein und sie möchten einmal überprüfen, ob noch in Gebäude oder im Flugzeugwrack noch Personen drin sind. Drehleiter kann wieder eingefahren werden. Ja, verstanden. Einmal die Leute überprüfen. 23.83.1 Einsatzstelle an. Ja, ist verstanden. Alex, wenn du eingefahren hast, komm schnell hinterher. Ich leuchte die Einsatzstelle mal aus. Ja, das wäre ein wenig sinnvoller. Das HLF kann da stehen bleiben zur Verkehrsabsicherung. Lass es doch, dann haben wir noch Beleuchtung. Alex, richte die Drehleiter auch nochmal drauf mit Lampen. Nein, sperr die Straße hinten vernünftig ab mit der Drehleiter. Ja, noch besser. Hallo, Fire Department, kann mich jemand hören? Und Alex? Alex, und dann deine AGT und Flasche wegbringen. Also ablegen und deinen hier Feuerlöscher ablegen. Hallo, Fire Department, hallo. Guck mal mit Wärmebildkamera. Ja, ich guck schon, Feuer im
Feuer im Frack ist komplett gelöscht. Gebäude scheint nicht getroffen weiter zu sein. Ich sehe auch keine verletzten Personen oder Überlebende über die Wärmebildkamera. Ja, okay. Wir gehen am besten jetzt nochmal das hintere Gebäude und das vordere Gebäude durch. Also alle drei Gebäude, die hier in dem Dreieck sind, weil Trümmerteile fliegen und nicht, dass da irgendwer vor Schock auch zusammengebrochen ist. Da soll ich den Jungs das sagen hinten? Ne, ihr könnt am besten mal gucken, die gucken hier nochmal genau. Jo. Die nehmen die Trümmer noch einmal komplett links rum. Ja, das ist verstanden. Maschinist, Halef, komm. Komm. Maschinist, Halef, nicht, er hört ihn zu nicht. Die Maschinist ist auf dem Weg. Chief, Gebäude 1 ist leer. Buddy left Buddy joined your channel. Ich guck grad hier unten einmal durch. Oben ist auch keine Person. Solltet ihr fertig sein, könnt ihr mir helfen. Unten ebenso, keine Person. Hallo, Chicago, hier im Lakeside Fire Department. Ist hier jemand? Chief, in den Trümmerteilen sind keine Personen. Ja, alles klar, kein Pilot, also wenn es dem Piloten entweder A gut geht, der ist abgehauen, das Flugzeug wird ferngesteuert. Gut, wir werden jetzt hier wieder abrücken. Achtung, Achtung, im Gebäude hinter dem Trümmerfeld haben wir einen Hohlraumbrand. Ich bitte einmal einen Trupp mit Feuerlöschern zu kommen. Ich bin im Gebäude drinne. Das ist nicht viel, aber das scheint ein wenig zu lodern. Gruppenführer Drehleiter von RAN 20011. Gruppenführer Drehleiter hört. Ja, übernehmen Sie dies, fahren Sie zum Haus gegenüber und löschen Sie den Brand. Ja, verstanden. Oh, wo hast du denn gefunden? Hier die Wand. Wenn du da auch dran fühlst, die ist ganz heiß. Und Mayday, Mayday, Mayday! Aber das ist aber auch nur hier der Abschnitt. Übernehmen's. Patrick, hier der Abschnitt hier unten und oben im Hohlraum. Jupp. Alex, hol die Stecker aus dem Fahrzeug. Wir machen den Hohlraum auf. Jupp. Machen jetzt den Hohlraum, reißen die Holzdecke runter, um zu löschen. Ja, ist verstanden, tun so was nötig ist. Machen Sie bitte die Visiere runter und schützen Ihre Gesichter. Wir gehen hin. Abendschutzüberwachung für Angestrupp 1. Ja, hier Abendschutzüberwachung hat kommen. Ja, nice. Funk ist wieder am Arsch. Alle Patrick? Ja,
Ich höre gar keinen. Wie? Angeschlossen. 1 an Artenüberwachung. Ja, Schutzüberwachung wird gewonnen. Ich weiß nicht, was mein Kollege wollte, aber er hat gerade ein paar Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, ich werde ihn nach dem Einsatz einmal kurz zum Arzt schicken. Ja, verstanden. Dann sehen Sie zu, dass wir den Brand löschen und dass wir wieder abrücken können. Chief, wir beenden die Durchsuchung durch die Kontrolle und Durchsuchung der Gebäude, ohne dass Personen zu Schaden gekommen sind und keine größeren Sachschäden entstehen mussten, bis auf in dem einen Gebäude halt der Hohlraum brannt. Captain, Drehleiter an Chief, kommen. Hier Chief, höre. Ja, Feuer aus. Ja, ist verstanden. Gut, dann einmal an alle Kräfte Sachen zusammenpacken. Einsatz endet, im Abmarsch fertig, wenn abmarschbereit, Meldung machen bei der Leitstelle und zurückfahren. Ja Leute, wir haben heute was dazugelernt. Geht nicht zu nah ans Feuer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich bei meiner Crew. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!